Hallo meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute wundert ihr euch vielleicht, weil ich habe meine Augen noch nicht geschminkt. Warum? Weil ein paar von euch mir geschrieben haben und mich gebeten haben, doch mal meine Augenlooks mit euch live zu schminken. Und das mache ich jetzt heute zum allerersten Mal. Ich habe mir jetzt hier so ein provisorisches Set aufgebaut, also so einen provisorischen Spiegel und mir ein paar Pinsel zurechtgelegt, mir die Lidschatten zurechtgelegt und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Also ich hoffe, ich kann ein halbwegs qualitativ gutes Video drehen für euch, aber ihr habt euch das gewünscht, also probieren wir es. Vor allen Dingen habt ihr euch das zu den Liquid Eyeshadows von R.E.M. Beauty gewünscht. Und deswegen fange ich heute mal damit an. Wer die noch gerne haben möchte, die gibt es bei Sephora zu kaufen. R.E.M. Beauty ist die Marke von Ariana Grande. Die Liquid Eyeshadows sind wirklich sehr gut. Ich mag die sehr gerne und es sind auch die, die ich für Anfänger am ehesten empfehle. Wir werden heute einen sehr einfachen Look schminken. Zum Einstieg, auch für mich vor Kamera, das allererste Mal werde ich was Einfaches schminken. Und das ist auch ein Look, den ihr schon mal in Videos von mir gesehen habt. Dazu brauchen wir die Farbe Experiment. Dann die Farbe Komet. So ein hellerer Goldton. Und die Farbe UFO. Das ist dieser Ton. Und mit den dreien zusammen werden wir jetzt einen schönen Augenlook schminken. Und bei denen mache ich das mit den Fingern. Bei den Gel-Eyeshadows von Color Cosmetics mache ich das mit dem Pinsel. Das heißt, wenn ihr einen Pinsel verwenden wollt, dann nehmt einen Cream Shader, also sowas hier, weil das ist extra für cremige Lidschattenprodukte gemacht. Also für Lidschattenprodukte, die eben nicht aus Puder sind. So, dann fangen wir an mit Experiment. Was ich euch empfehlen würde, ist als allererstes hier außen, quasi so wie ihr den Lidstrich auch ziehen würdet, mit dem Applikator einen Strich zu machen. So, ungefähr. Ich mache jetzt auf der anderen Seite auch. So, weil dann habt ihr schon einen sehr definierten Abschluss nach außen. Und dann kann man eigentlich schon anfangen, das Produkt in die Mitte aufzutragen. Also von dem Strich aus, den ihr gemalt habt, in Richtung des Augenlids. Genauso auf der anderen Seite. Das muss nicht super korrekt sein, weil, wie gesagt, das kann man dann mit dem Finger sehr schön ausblenden. Da würde ich noch ein bisschen mehr in die Lidfalte gehen. Und ihr seht, ich habe nur einmal reingedippt. Also da ist wirklich genug Produkt dran. So. Ja, noch ein bisschen mehr in die Lidfalte. Gut. Und jetzt gehe ich da einfach mit einem Finger dran und verblende mir das so ein bisschen. Und ihr seht, also das wird halt sofort weicher. Also die Kanten werden sofort weich und es wird auch nicht fleckig.
das genauso auf der anderen Seite. Also hier seht ihr nochmal den Vergleich, da habe ich es jetzt verblendet, da noch nicht. Und wenn man dann da ein bisschen zu hoch kommt, dann kann man das auch quasi wieder ausbessern. Und das Einzige, worauf ich eben empfehlen würde, aufzupassen, ist, dass ihr eben nicht über den äußeren Strich geht. Weil dann macht ihr euch hier dieses saubere Ende kaputt. Kann man natürlich auch machen, wenn man halt so ein bisschen allgemein ausgeblendet haben möchte. Dann kann man auch das machen, habe ich auch schon mal gemacht. Aber wenn man diesen sauberen Abschluss hier will, dann quasi einfach nur aufpassen, dass man nicht den Strich nach außen hin berührt. So. So würde ich es jetzt eigentlich erstmal lassen. Und dann nehmen wir uns die hellste Farbe, nämlich Komet. Und geben uns das von der anderen Seite her kommend aufs Auge, also quasi hier innen. Das gleiche auf der anderen Seite. So, das reicht schon. Dann nehme ich mir einfach einen anderen Finger, nehme mal den Zeigefinger und verblende auch das. Und ihr seht, selbst so sieht es schon jetzt echt brauchbar aus, finde ich. Ja, da brauche ich noch ein bisschen was. Da hatte ich noch ein bisschen zu wenig Produkt. Mach mal einfach noch mal einen Tupfen hin. Und dann einfach mit so tupfenden Bewegungen kriegt man das wirklich sehr gleichmäßig hin. Ich habe auch übrigens keinen Primer drunter verwendet, also nur mein Augenlid abgepudert. Und das war es dann jetzt auch schon mit dem Ton. Und dann nehmen wir uns die mittlere Farbe, nämlich UFO, und geben uns das auf das Zentrum des beweglichen Lids. Einfach so, so ein bisschen so. Und dann nehme ich jetzt einfach den dritten Finger, den Ringfinger, und gebe mir das hier so in den Übergang. Wieder mit tupfenden Bewegungen. Und wenn ich dann finde, dass ich mit dem hellen Ton nochmal reingehen will, dann nehme ich eben den Zeigefinger, den ich für den hellen Ton verwendet hatte. Das ist dann immer ganz gut, da kann man zwischen den Farben nochmal so ein bisschen hin und her wechseln. Und dann auch immer so ein bisschen nach oben, damit man auch in Richtung Augenbraue alle Farben schön verblendet hat. Und dann war es das schon. Jetzt mache ich mir meine Finger mal kurz sauber mit Micellenwasser. Wie gesagt, wenn ihr das mit den Fingern nicht machen wollt, könnt ihr auch Pinsel verwenden. Aber ich habe bei diesen Liquid Eyeshadows von RE Beauty noch nie einen Pinsel verwendet. Also da kann ich euch auch keinen jetzt spontan empfehlen, weil ich das immer mit den Fingern gemacht habe. Ihr seht auch, dass das gut antrocknet, also das creased nicht. Ganz im Gegensatz zu den Liquid Eyeshadows von MAC, den Dazzle Shadows, die creasen teilweise wirklich extrem bei mir. So, und jetzt, wenn euch der Übergang nicht gefällt, dann könnt ihr einfach irgendeinen matten braunen Lidschatten nehmen. Zum Beispiel habe ich hier so eine Standardpalette von Pixi und könnt dann damit
quasi mit einem Braunton das hier oben entsprechend verblenden. Ich habe jetzt hier einfach nur einen sauberen Pinsel, weil das reicht mir. Also ich brauche da jetzt keinen anderen Lidschatten noch mit reinbringen. Ich gehe da einfach nur so ein bisschen mit dem sauberen Blendepinsel drüber und das reicht mir. Aber wie gesagt, wenn ihr da dann eben nochmal irgendwie verblenden wollt, dann könnt ihr auch so einen normalen braunen Lidschatten nehmen. So, dann brauchen wir noch ein Highlight unter der Augenbraue. Da nehme ich jetzt einfach so einen fester gebundeneren Pinsel. Den hatte ich, glaube ich, mal von Love. Also das seht ihr, der ist halt ein bisschen fester. Und nehme hier von Ofra den Rodeo Drive Highlighter. Zeige ich euch auch nochmal aus der Nähe. Also das ist dieser Standard-Goldton. Und davon trage ich mir jetzt einfach ein bisschen was als erstes mal im Augeninnenwinkel auf. Einfach nur so ein bisschen was. Kann man auch schichten. Das reicht mir schon. Dann das gleiche auf der anderen Seite. Und der Ton passt auch wirklich sehr gut zu diesem hellsten Ton von den Liquid Eyeshadows von R.E.M. Beauty. So, und dann nehme ich auch den Ton für unter die Augenbraue. Und das sieht man, finde ich, ganz gut, dass das echt schön zusammenpasst von der Farbkombi her. So. Und was wir jetzt noch machen können, ist am unteren Wimpernkranz noch ein bisschen was auftragen. Da würde ich dann empfehlen, wieder Experiment zu nehmen. Einfach den Pinsel, den ihr gerade für den Highlighter unter der Augenbraue verwendet habt, einfach so ein bisschen hier aufnehmen von dem Produkt. Und das dann an den unteren Wimpernkranz tupfen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da muss ich noch mal was nachnehmen. Da muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich halt den Strich nicht kaputt macht, den man hier vorher gezeichnet hat. Also muss man schauen, dass man ein bisschen einen Übergang schafft. Und jetzt sind wir fast fertig, genau. So würde ich es jetzt lassen. Und ich trage mir jetzt noch Eyeliner und Wimperntusche drauf und dann zeige ich euch den finalen Look. So, und jetzt habe ich noch entsprechend Eyeliner und Wimperntusche aufgetragen. Beim Eyeliner müsst ihr dann natürlich den Eyeliner so ziehen, dass er mit dem Strich, den ihr mit dem Lidschatten gemacht habt, schön abschließt. Dann sieht das gut aus. Und dann zeige ich euch jetzt den Look aus der Nähe. Ich finde, das ist sogar ein sehr alltagstauglicher Look, deswegen habe ich jetzt auch mal mit dem angefangen. Schreibt mir gerne mal als Kommentar, ob euch das Video geholfen hat. Vor allen Dingen an die, die dieses Video von mir wollten, ob das so das war, was ihr euch vorgestellt habt. Wenn nicht, was hat euch gefehlt? Und ja, schreibt mir, ob ihr weitere solche Videos von mir sehen wollt. Und falls ja, mit welcher Palette?
oder mit welchen Lidschatten. Also Liquid Eyeshadows, zum Beispiel mit Color Cosmetics könnte ich was schminken. Vielleicht hilft das dem ein oder anderen oder der ein oder anderen. Und ansonsten, für alle, die schon länger auf meinem Kanal sind, ihr kennt ja ungefähr die Paletten, die ich habe. Wie gesagt, wenn ihr solche Videos sehen wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare, mit welchen Paletten ich was mal schminken soll. Denn wenn das mit dem Setup hier so einigermaßen funktioniert hat, dann kann ich sowas in Zukunft gerne häufiger machen. Gut, dann war's das für heute. Vielen Dank fürs Zusehen an euch alle. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!